Willkommen zu einem kleinen Fazit-Video zu EA Sports FC 24 auf der Nintendo Switch. Die Frage hierbei ist, lohnt sich dieses Spiel auf der Nintendo Switch? Die letzten Jahre gab es ja immer nur diese sogenannte Legacy-Editionen von FIFA, und FIFA und EA Sports sind ja getrennte Wege gegangen, und deshalb heißt jetzt FIFA FC, in dem Fall FC 24. Und häufig war auch gerade der Ultimate Team Modus gegenüber zu den anderen Konsolen sehr abgespeckt. Und wir wollen mal ganz kurz mal schauen, wie es hier so ist. Ich habe die ganze Woche täglich gespielt, hauptsächlich auch Foot. Und da gibt's heute auch Belohnungen. Ich habe ja Squad Battles gespielt und bin bis Elite 2, habe ich mich hochgearbeitet, und mal sehen, ob sich überhaupt diese Mühen, dieser Aufwand lohnt. Ich habe ein paar Coins mal aufgeladen, also ein paar Punkte mal aufgeladen zum Testen. Wir haben erstmal Nachrichten an den Transfers, und dabei können wir schon mal eins sehen, das Menü. Oh, ich habe beide Trikots bekommen, das ist schön. Vom Menü können wir schon sehen, dass das Spiel gegenüber zu den anderen Konsolen diesmal keine Unterschiede aufweist. Also Foot ist hier genauso wie, ich sag mal, auf der PlayStation 5. Hier schon der erste Bug, ihr seht's. Da steht Verein Hamburg VfL, das ist gar nicht mein Name. Das war einfach ein Name, den das Spiel mir am Anfang gegeben hat, wo ich angefangen habe. Ich habe den Namen schon längst geändert. Mein Gegner sieht wohl auch meinen richtigen Namen, weil der wird dann während des Spiels auch richtig eingeblendet, aber dort steht immer noch Hamburg VfL. Ich habe ein reines Frauenteam, was einfach daran liegt, es ist günstiger, und ich habe dann doch eine ganz okaye Mannschaft. Was es hier nicht gibt gegenüber zu den anderen Fassungen ist Crossplay. Hier die Nintendo Switch Spieler bleiben unter sich. Hier seht ihr auch, wir haben hier Transfers von gestern, waren es sogar gestern Abend, waren es 41.000 Live-Transfers. Ich sage, wir pendeln jetzt zwischen 30.000 und 40.000 derzeit nach einer Woche. Und das ist gegenüber gerade der PlayStation 5 Fassung extrem wenig. Also hier seine Wunschspieler irgendwie zu kaufen, ist sehr schwierig, weil es natürlich die Spieler nicht immer auf dem Transfermarkt gibt. Das Spiel hat auch einige Bugs. Zum Beispiel bewegt sich mal der Ball während des Spiels von alleine, also sprich, ob da irgendwie ein Geisterspieler wäre oder diverses anderes. Dann fehlt mal ein Ärmel vom Trikot beim Jubeln, oder da nimmt jemand den Ball auf, aber der Ball bleibt in der Luft hängen, und der Spieler einen unsichtbaren Ball in der Hand, oder beim Auswechseln freest der Spieler kurz ein, und dann sieht man in der Animation, wie der eingewechselte Spieler mit jemandem abklatscht, den man gar nicht sieht. Das sind so Sachen. Allerdings muss ich sagen, ich habe bisher noch keine Abstürze gehabt, was aber auch daran liegt, ich habe den Karrieremodus nicht gespielt. Ich hörte nämlich, dass im Karrieremodus dieses Spiel sehr häufig abstürzen soll. Wir gucken uns mal die Squad Battles an. Da sehen wir, 39.000 Punkte haben wir normalerweise. Ach nee, in 24 Minuten geht das erst. Okay, in 24 Minuten, da sehen wir es, bekomme ich leider erst die Rewards. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Dann öffnen wir mal ganz kurz das, was wir, ob wir noch irgendwie ein Pack machen können oder ob wir was bekommen haben. Nein, okay, dann, wir wollen ja hier nicht den Glücksspiel Aspekt hier zum Vorschein bringen. Wie gesagt, alles andere ist bei Foot so. Also die Frage ist, lohnt sich das, wenn ich den Vorgänger schon habe? Ich sag mal so, wenn ihr Foot spielen möchtet, dann lohnt es natürlich, weil es ist hier das Aktuelle ist und auch nicht abgespeckt. Ihr könnt hier auch, das gab es vorher auf der Switch auch nicht, die Weekend League spielen. Das sehen wir
hier irgendwo, genau, da seht ihr es. Ihr könntet euch für die Champions Weekend League qualifizieren und die auch am Wochenende spielen. Also das ist hier alles dasselbe. Wie sieht's beim Rest des Spiels aus? Auch da Volta-Modus diesmal auch dabei. Hier seht ihr es. Volta war ja bei den letzten FIFA-Spielen nie dabei. Und deshalb ist das auch wichtig zu erwähnen, dass auch hier gibt es alles, was es auf den anderen Konsolen auch gibt. Ihr seht es vielleicht schon rechts an den Haaland. Das größte Manko, würde ich mal sagen, gegenüber den anderen Fassungen, ist natürlich die Optik. Es sieht natürlich bei weitem nicht so schön aus wie zum Beispiel auf der PlayStation 5 oder auf der neuen Xbox oder auch auf dem PC. Was natürlich erstmal daran liegt, die Switch hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, auch wenn das viele Nintendo Content Creator, die mit Nintendo verwachsen sind, nicht so gern erwähnen oder gar nicht erwähnen, weil es Ärger gibt. Aber man muss sagen, die Switch war ja schon bei der Veröffentlichung vor Jahren schon sehr, sehr rückständig, was die Technik angeht. Und deshalb ist es jetzt natürlich dementsprechend noch auffälliger. Ich lasse einmal, ich habe, glaube ich, hoffe ich, schon ein bisschen runtergestellt. Ich will euch mal grob das Spiel nur zeigen, wie es auf dem Platz aussieht. Oder wir können ja auch einfach mal den Computer spielen lassen, dann kann ich dabei so ein bisschen reden. Klassisches Spiel. Ja, wir machen einfach mal. Wir gehen mal hier runter und machen jetzt mal das deutsche Topspiel zwischen Bayern München und, wo sind sie? Da, in der dritte Liga. Und Borussia Dortmund. Bayern hat ja auch drei Trikots. Das ist dieses neue Trikot, das was sie derzeit zur Oktoberfestzeiten anhaben. Und hier sind so die anderen BVB-Trikots. Und wir machen jetzt hier einfach mal spielen und lassen das Ganze mal auf uns wirken, wie es auf der Switch aussieht. Ich habe die Spielgeschwindigkeit auf langsam gestellt. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ist das so langsam. Ich habe mit Absicht so gestellt. Kommentatoren habe ich auch ausgemacht. Da habe ich nämlich gehört, dass ich mache die immer aus, die Kommentatoren, aber auch wenn man wohl Deutsch einstellt, wie ihr seht es jetzt auch an den beiden Namen, ihr habt wohl die englischen Kommentatoren an. Also deutsche Kommentatoren scheinen hier verbuggt zu sein. Aber ihr hört es ja, der Stadionsprecher ist auf Deutsch und hier seht ihr die aktuelle Tabelle vom heutigen Tag, wo ich das gerade aufnehme. Ja, und ihr seht es ja schon, die Grafik ist natürlich bei weitem nicht so gut wie auf den anderen Konsolen, was ich aber nicht persönlich nicht sehr schlimm finde, weil für mich ist entscheidend, dass ein Spiel stabil läuft und ich Spaß daran habe. Aber wie ich schon sagte, bei mir, ich habe jetzt eine Woche lang, also 7 Tage, sag ich, habe es letzte Woche Samstag mir gekauft. Freitag kam es ja raus, am Samstag habe ich es mir gekauft. Habe von Samstag bis gestern, also sprich auch bis Samstag, habe ich die 7 Tage lang fast nur Foot gespielt, so ein bisschen offline, um mal ein bisschen zu testen. Da habe ich mal auf Ultimativ gespielt, auf Legende gespielt, mal auf Profi gespielt, mal auf Weltklasse gespielt, einfach mal ein bisschen zum Testen. Habe aber meistens dann, wie gesagt, Foot gespielt, habe jetzt die ganzen Momente gespielt, soweit ich das erstmal machen konnte, habe ein paar SBCs gemacht, habe auch hier Squad Battles gespielt, alle 34 Spiele, die man in einer Woche machen kann, und habe dort bis Elite 2 mich hochgeschwitzt. Und das hat alles wunderbar funktioniert, hat auch Spaß gemacht, außer wie gesagt, dass ich hin und wieder mal hatte. Das habe ich jetzt ein, zwei Mal gehabt bei Foot in, ja, ich sag mal, in 34 Spielen, dass der Ball von irgendeinem unsichtbaren Mitspieler und Gegner gespielt wurde, was natürlich dann sehr ärgerlich war, aber vielleicht wird das ja noch gepatcht. So, ihr seht's. So schaut das Spiel aus. Ich habe die Kamera auf Tele, falls das einen interessiert. Ne, ihr habt natürlich so viele Einstellmöglichkeiten hier, um
ja, da fällt schon das Tor, um das für euch anzupassen. Ja, Bayern München schläft mal komplett, aber wie gesagt, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja jetzt erstmal darum, dass ihr mal seht, wie es ausschaut. Ja, ich habe auch des Öfteren gelesen, dass manche sich beklagt haben, dass es eine Eingabeverzögerung gibt. Ich selbst habe das jetzt nicht wirklich gemerkt. Online lief es größtenteils auch gut. Also häufig hatte ich es mal gehabt vor ein paar Jahren bei FIFA, dass ich immer wieder, auch wenn ich gegen die KI gespielt habe online, dann auch immer wieder mal starke Ruckler hatte. Das habe ich jetzt gar nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in letzter Zeit den Internetanbieter gewechselt habe und von Vodafone zu Telekom gewechselt bin. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. So, und das gibt es zu der Switch-Version zu zeigen und zu sagen, mal auf die Schnelle. Ich will es ja auch nicht zu lang machen. Also die Frage war, lohnt es sich zu holen? Ich würde sagen, ja, mit unter Vorbehalt. Wie ich schon sagte, wenn ihr vorhabt, den Karrieremodus zu spielen, da habe ich gehört, soll es sehr verbuggt sein und auch häufig ab oder oft abstürzen, ja. Aber wenn man jetzt so Foot spielen möchte, oder fällt das 1-1, und wenn man den Foot spielen möchte, was ich jetzt getan habe, 7 Tage, zu dem Modus kann man jetzt stehen, wie man möchte, aber das funktioniert überwiegend sehr gut. Es gab auch schon ein Patch beim Spiel. Am Anfang war das Menü sehr, sehr träge. Das ist merklich besser geworden bei Foot. Ansonsten die Offline-Modi habe ich wieder ein paar Spiele gemacht. Funktionierte auch. Aber man muss sich trotzdem darauf gefasst machen, dass es so einige kleinere Bugs gibt, die außer mit diesem unsichtbaren Spieler, was dann doch sehr nervig ist, weil der auch mal den Ball wegschlägt, wenn man vielleicht mal aufs Tor rennt oder so, aber sonst keine Game-Breaker-Bugs sind. Ja? So, und das gibt es von meiner Seite aus zu sagen. Wenn ihr aber sagt, ich möchte nur mit einem Kumpel so ein bisschen offline zocken, ja mein Gott, dann könnt ihr euch auch eins der FIFA-Spiele aus den Vorjahren holen, wenn ihr die noch bekommt, weil die werden ja nicht mehr nachproduziert, weil ja die Lizenz zwischen EA und FIFA ja nicht mehr verlängert wurde. Ja, das bleibt zu sagen. Ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick über die Switch-Fassung bekommen. Weil man findet nicht so viel Information derzeit im Internet, weil die meisten spielen, wie gesagt, auf der PlayStation 5 oder auf dem PC. Ja. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig helfen können. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.